zu meinem zweiten Tag auf dem Werra-Burgensteig. Da drüben an der alten Kirche geht es gleich für mich weiter. Da ist das X5 am Baum. Da kann man das auf der Kamera sehen? Weiß ich nicht, aber da am Baum ist das X5, das Zeichen. Ja, ich würde sagen, ich mache mich dann langsam mal auf den Weg. Muss noch mal das Navi starten. Ja, übernachtet habe ich im Gasthof, im Schaumberger Hof. Ja, war mal so ein Zimmer ohne Bad, also mit Bad auf dem Flur. Ja, für eine Nacht ist das okay, aber dafür war es dann auch günstig. So mit Frühstück 32 Euro, das geht dann noch. Ja, und mit so einem Lost Place, wie er typisch ist hier für die Gegend, verabschiedet sich Eisfeld von uns. Und jetzt geht es dann hier erstmal in den Wald hinein. Ja, da oben die Brücke ist die A71. Über die ich vorgestern hier nach Massaberg angereist bin. Ich denke mal, weiß ich gar nicht, ich schätze mal, dass ich die 71 dann auf jeden Fall noch mal wieder über oder unterqueren muss. Gucken wir mal. Ja, da in der Ferne ist der Blessberg zu erkennen. Auf dem habe ich gestern Mittagspause gemacht und hier im Vordergrund liegt dann Eisfeld. Oh, bin schon ein kleines Stückchen gelaufen. Also Forstwirtschaft hin, Forstwirtschaft her. Aber wisst ihr, was scheiße ist? Hier ist gar nicht mehr der Weg zu erkennen. Und dann auf dem Fernwanderweg. Hey Leute, geht nicht. Ich könnte kotzen. Und dann am frühen Morgen. Ja, auch wenn man sie im Moment nicht sieht, also hier hinter der Wiese, fließt die Werra. Also jetzt geht's erstmal hier ein Stück durchs Werratal. Also so wie ich mir das Höhenprofil heute angeschaut habe, geht's glaube ich auch heute ziemlich viel durch Werratal, also gar nicht so auf die Höhen. Und immer wieder trifft man auch auf den Werratal-Radweg. Hier muss ich auch jetzt ein paar Kilometer auf dem Radweg wandern, was natürlich nicht so schön ist, weil der ist geteert. Sowie die ganze heutige Etappe bis jetzt mit recht viel Asphalt versehen war, macht natürlich nicht so Spaß. Merkst du dann schon irgendwann in den Knochen. Ich habe heute ein bisschen mehr Zeit, sind heute nur 17 Kilometer oder so. Wir haben es jetzt 12:30 und
nach Hildburghausen, zu meinem heutigen Ziel, sind es nur noch 4 Kilometer. Ich bin recht früh heute auch losgekommen. Und ja, ich habe jetzt hier eine schöne, große, freie Wiese. Es ist ziemlich ruhig hier. Da kann ich mir dann auch eine Pause gönnen. Da unten liegt schon Hildburghausen, das Ziel meiner heutigen Etappe, aber ein bisschen was habe ich noch zu laufen. Ja, hier ist jetzt Hildburghausen, hier schlafe ich heute Nacht. Dann werde ich mal gucken, wo meine Pension ist.